Warum haben eigentlich die anderen Länder überhaupt nicht geholfen, gegen Voldemort und die Todesser zu kämpfen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute werden wir uns mit Voldemort, dem Zaubererkrieg und der magischen Gemeinschaft im Rest der Welt beschäftigen. Voldemort war vielleicht der mächtigste dunkle Zauberer in der Geschichte der Zaubererwelt. Er beherrschte die Magie nahezu uneingeschränkt. Im direkten Kampf konnte er einem Gegner mühelos die Kehle durchschneiden, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Und wenn seine eigene Sterblichkeit in Frage gestellt wurde, konnte er dem Tod immer wieder entkommen. Wenn Voldemort eine so immense Bedrohung darstellte, warum meldeten sich dann keine anderen heldenhaften Zauberer und Hexen aus anderen internationalen Zauberergemeinschaften freiwillig, um ihn zu bekämpfen? Warum haben in jenem letzten schrecklichen Jahr des Zweiten Zaubererkrieges keine anderen Länder versucht zu helfen? Wo waren die mächtigen Zauberer aus Muakutoro in Japan oder die Meister der zauberstablosen Magie aus Uganda? Zu diesem Zeitpunkt gab es mindestens 11 Zaubererschulen auf der Welt und Dutzende von magischen Regierungen. Und dennoch entschieden sie sich alle dafür, die Verteidigung Großbritanniens einem Teenager namens Harry Potter und seinen verängstigten, traumatisierten Klassenkameraden zu überlassen. Warum hat sonst niemand geholfen? Nun, heute werden wir genau versuchen, diese Frage zu beantworten. Sie wussten es nicht. Das mag zwar keine der besten Ausreden sein, aber sie ergibt durchaus Sinn. Während des Zweiten Zaubererkrieges und in den Jahren davor taten Lord Voldemort und seine treuen Todesser ihr Bestes, um im Verborgenen zu kämpfen. Sie hatten aus ihrem ersten gescheiterten Versuch, das Zaubereiministerium in den 1970er und 1980er Jahren zu stürzen, gelernt, dass ihre größte Chance auf Erfolg darin bestand, Doppelagenten im Ministerium selbst zu platzieren. Und wenn die Mitarbeiter des Ministeriums nicht freiwillig für Voldemort arbeiten wollten, war der dunkle Zauberer bereit, sie mit dem Imperiusfluch zu belegen und jeden ihrer Schritte mit dunkler Magie zu kontrollieren. Wenn man über Voldemorts Übernahme des Zaubereiministeriums in den letzten Jahren des Krieges nachdenkt, wird klar, warum andere Länder nichts davon wussten. Wenn wir uns jedoch den innenpolitischen Problemen dieser Regierung zuwenden, finden wir weitere Gründe. Wie man sich vorstellen kann, hat fast jede Regierung ihre eigene Muggelregierung und ihre entsprechende magische Regierung. In Ländern wie Großbritannien und den USA sind diese Doppelregierungen recht offensichtlich, da sie in Filmen und Büchern bekannt sind. Während es über 190 Muggelstaaten auf der Welt gibt, halten einige magische Regierungen ihre an eigene Grenzen, unabhängig von ihren Muggelgegenstücken. Nach Jahrhunderten wechselnder Territorien in Europa ignorierten die lokalen Zauberergemeinschaften oft die Grenzen ihrer Muggelstaaten und wahrten stattdessen ihre traditionellen Besitztümer. Vielleicht fragst du dich jetzt, was das mit Voldemort zu tun hat. Nun, es gab noch über 100 andere Zaubererregierungen, die ihre eigenen inneren Probleme zu bewältigen hatten. Es gab wahrscheinlich viele drängende Angelegenheiten in jedem einzelnen Land, das die Internationale Konföderation der Zauberer bildete. Vielleicht genau wie bei Voldemorts Angriff auf das britische Zaubereiministerium sahen viele andere Länder auch ihre eigenen Bürgerkriege. Selbst wenn die Gerüchte über Voldemorts Rückkehr gehört hätten, fehlten ihnen vielleicht einfach die mächtigen Zauberer, um dem nachzugehen. Voldemort war keine internationale Bedrohung, jedenfalls jetzt noch nicht. Auch wenn Lord Voldemort eine furchtbare Gefahr für das britische Zaubereiministerium darstellte, war er für andere Länder vielleicht einfach kein würdiger Gegner. Selbst während des Ersten Zaubererkrieges, als Voldemort seine Feldzüge gegen britische Hexen und Zauberer führte, nahm die Internationale Konföderation der Zauberer keine nennenswerte Position gegen ihn ein. Als das Pendant zu den Vereinten Nationen in der Zaubererwelt trägt der Internationale Bund der Zauberer die Hauptverantwortung dafür, die Sicherheit seiner Mitglieder zu gewährleisten. Großteils seiner dokumentierten Geschichte zielt darauf ab, Gesetze zu erlassen, die dazu dienten, ihre wahre Existenz vor der Muggelbevölkerung geheim zu halten. Ähnlich wie die Vereinten Nationen war auch der Internationale Bund der Zauberer für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen seinen Mitgliedern zuständig. Sollte Voldemort also die Macht in Großbritannien übernehmen und sich dann den anderen Ländern zuwenden, um sie zu erobern, läge es in der Verantwortung des Internationalen Bundes der Zauberer, ihn aufzuhalten. Jedoch gemäß den wenigen verfügbaren Aufzeichnungen berief die internationale Organisation nicht einmal ein Komitee ein, um eine koordinierte Verteidigungsstrategie zu diskutieren, für den Fall, dass Voldemort den Ärmelkanal überqueren würde. Es würde als innerstaatliche Angelegenheit betrachtet werden.
Wenn man einen Globus dreht und zufällig auf ein Land zeigt, ist die Wahrscheinlichkeit 9%, dass dort gerade ein Bürgerkrieg stattfindet. Obwohl wir keine vollständige Liste historischer Aufzeichnungen aus der internationalen Zaubererwelt haben, ist es nicht schwer vorstellbar, dass Bürgerkriege und Unruhen auch unter Zauberern und Hexen allzu häufig vorkamen. Wie bei Muggeln verfolgten viele Länder oft einen nicht-interventionistischen Ansatz. Bürgerkriege und Unruhen wurden meist ohne Einmischung der Nachbarstaaten ausgetragen, da der Versuch zu helfen oft die Situation verschlimmerte, sowohl für die Nachbarstaaten als auch für das betroffene Land selbst. Diese Philosophie der Nicht-Einmischung war unter den Zaubererregierungen ebenfalls stark ausgeprägt. Der Magische Kongress der Vereinigten Staaten war eines der isolationistischsten Regime der Welt und seine Werte wurden von den meisten anderen geteilt. Sie wollten lediglich ihr eigenes Volk vor der Verfolgung durch Muggel schützen und riskierten nicht die Sicherheit ihres Landes, indem sie offiziell Kriegsparteien auf der ganzen Welt unterstützten oder herausforderten. Wenn die internationale Zauberergemeinschaft nicht in Großbritannien intervenieren, weil sie dachten, es gehe sie nichts an, dann hofften sie vielleicht darauf, dass Voldemorts Gier nicht auf ihr Land übergreifen würde. Wenn es ihnen gelänge, Voldemort und seine Todesser zu beschwichtigen, könnte die internationale Zauberergemeinschaft einen offenen Krieg vermeiden. Ein Szenario, das sie immer am meisten fürchteten, denn ein Krieg zwischen Zauberern wäre katastrophal. Es wäre nicht nur tragisch aufgrund der vielen Menschen, die in den Konflikten ums Leben kommen würden, sondern stellte auch eine einzigartige Herausforderung dar. Der offene Konflikt drohte, die Welt der Zauberer für die Muggel zu enthüllen. Vielleicht wussten ausländische Regierungen wie das französische Ministerium für magische Angelegenheiten und der Magische Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika von Voldemorts Rückkehr und hatten sich darauf verständigt, nicht einzugreifen, solange der Dunkle Lord nur Großbritannien ins Visier nahm. Ohne Beweise ist es schwierig zu spekulieren, wie wahrscheinlich diese Vereinbarung war. Auch wenn es keine formellen Konferenzen zwischen Todessern und ausländischen Delegationen gab, müssen sie dennoch in irgendeiner Form miteinander in Kontakt gestanden haben. Obwohl die Zaubererregierungen sich ungern in die Angelegenheiten anderer Länder einmischten, mussten sie die internationalen Ereignisse genau im Auge behalten. Voldemorts zweiter Aufstieg war sicherlich ein Ereignis, das beobachtet werden musste. Es gibt einen möglichen Grund, den wir bisher nicht erwähnt haben, und er ist möglicherweise auch der kontroverseste. Andere Länder könnten tatsächlich Voldemorts Position unterstützt haben. Wenn wir auf die Geschichte der Zauberergemeinschaft in Großbritannien zurückblicken, stoßen wir auf eine interessante Tradition. Obwohl viele reinblütige Zauberer stolz auf ihre Abstammung waren, hielten die Führer der Zaubererwelt das Erbe nicht für so wichtig. Bei der Gründung von Hogwarts stimmten alle vier Gründer zunächst zu, Halbblüter und Muggelgeborene aufzunehmen. Als Salazar Slytherin später seine Meinung änderte und nur noch Reinblüter zulassen wollte, verweigerten die anderen drei Gründer ihre Zustimmung. Dies zeigt, dass die britische Zaubererwelt schon in ihren früheren Geschichten ziemlich fortschrittlich war, zumindest im Vergleich zu den umliegenden Nationen. Obwohl wir viel über die Geschichte der Zauberer und Hexen in England wissen, mag es seltsam erscheinen, sie als fortschrittlich zu bezeichnen, besonders wenn wir ihre Behandlung von Kobolden betrachten. Im Vergleich zu Ländern in Mitteleuropa, dem Nahen Osten und Asien, die oft eine konservative Politik verfolgten, könnte Voldemorts Position dort nicht so unkonventionell sein. Die Zauberergemeinschaft von Japan bietet zahlreiche Beispiele für Ungleichheiten gegenüber nicht-ethnischen Bürgern. Interessanterweise ist die Gleichberechtigung verschiedener Ethnien dort keine Priorität oder gesetzlich geschützt. Wenn wir diesen ethnischen nationalen Stolz auf die Zauberer anwenden, könnten die Schüler von Muakukoro, der japanischen Zauberschule, die Aufregung um Voldemort vielleicht nicht verstehen. Für sie und für viele andere Länder auf der Welt könnte die Vorherrschaft reinen Blutes als normal angesehen werden. Jetzt mal ein kleines Fazit am Ende. Letztendlich werden wir vielleicht nie den wahren Grund erfahren, warum die internationale Zauberergemeinschaft Harry Potter und seinen Verbündeten nicht geholfen hat. Ich würde wetten, dass es eine Mischung aus all diesen Theorien ist. Vielleicht haben Länder auch nicht verstanden, warum die Aufregung so groß war, und andere wollten vielleicht einfach nicht in einen Bürgerkrieg reingezogen werden. Zudem könnte Voldemort das Zaubereiministerium manipuliert haben, und ausländische Ministerien könnten behaupten, nichts von Voldemorts Aufstieg gewusst zu haben, obwohl sie wahrscheinlich Hinweise darauf hatten, dass etwas nicht stimmen konnte. Falls du eine andere Meinung dazu hast oder einen anderen Grund siehst, warum Voldemort einzig und allein freies Spiel hatte, ohne dass die anderen Länder eingegriffen haben, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.